Zum Thema vielleicht Freiheit der Medien. Ich habe für das Bayerische Fernsehen gearbeitet und politischer Bericht Zeitspiegel. Und da war es selbstverständlich, dass jeder Bericht, der auf Sendung ging, vorher durch eine Zensur ging. Ich sage jetzt Zensur. Dort hieß es, der Text wurde vom Chefjustiziar geprüft. Und da wurden der Text geprüft und auch Text und Bild. Und das musste nach und nach korrigiert werden, bis es so war, dass es auf Sendung ging. Und natürlich musste ordentlich recherchiert werden, das ist richtig. Und natürlich musste man auch noch mal schauen, welche Konsequenzen hat es bei der einen oder anderen Berichterstattung, wenn man wirklich was falsch zitiert. Aber ich spreche ganz klar von Zensur. Habe mich damit natürlich auch in die Nesseln gesetzt. Zu diesem Thema, was hatten wir noch? Wir hatten dieses Thema, was passiert bei Leserbriefen? Wir haben bei einigen Veranstaltungen und auch wenn wir so internationale Medienworkshops hatten, viel auch mit der Hochschule Film und Fernsehen, wenn dann so Veranstaltungen im Fernsehen waren, haben wir auch organisiert, aber doch individuell so Leserbriefe geschrieben. Wirklich bewirkt haben sie nie was, nur dass Leute zum Beispiel vom Job gesperrt wurden. Ich war dann zum Beispiel eine Zeit lang Persona non grata beim BR und da hieß es, ich kann Kindersendungen machen und Kochrezepte.